Und weiter geht's. Jetzt sind wir bei dem Podest. Da geht's hoffentlich ein bisschen schneller durch als durch den Titan eben gerade. Okay, wir sind doch nicht im Podest. Wir standen nämlich vom Titan und ich habe nicht geguckt, wo ich hingehe. So, hinter uns Titan. Vor uns können wir da lang gehen oder nirgendwo hin. Also gehen wir doch mal da lang. Immer noch keine Auswahlmöglichkeit. So weit, so gut. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich irgendwo was übersehen habe. So ein riesiges Schild, Feuerberg, da lang. Aber das scheint es nicht zu geben. So, da ragt die Hand aus dem Nebel. Und... ach, das war die Schlammecke. Mit ganz vielen Teleportern. Ja, hier war, glaube ich, zum ersten Mal die Ecke, wo ich gesagt habe, Teleporter mag ich nicht mehr. Wie man so ein bisschen sehen kann mit GA, BA, AA, AA2 und hast du nicht gesehen. Da habe ich sogar eine ganze Folge nach benannt. So, die schweren Brocken lassen wir jetzt mal doch liegen und der bringt uns direkt zum Ausgang. Und da wollen wir auch hin, okay. Auch wenn ich irgendwie... ah, gut, hier ist eine Treppe. Ich dachte schon, wir müssen ja eigentlich wesentlich höher. Der Himmel wird schon ominös rot. So, da ist der Amboss der Dämmerung. Da geht's runter. Ja, jetzt ist eingetreten, was ich gedacht habe. Also wir stehen jetzt hier oben drauf und sehen den Lichtstrahl von dem Amboss der Dämmerung. Und unterwegs müsste irgendwo die Festung des Bösen sein. Und diese kleine Stichflamme da hinten ist wohl der Feuerberg. Aber ich kann hier nicht nach oben gehen, also nach geradeaus. Ich kann nur wieder runtergehen. Oh, ich habe eine Idee. Wir haben ja noch das Horn der Herbeirufung. Vielleicht können wir einen anderen Elementargeist herbeirufen. Nichts passiert. Vielleicht können wir es reparieren. Ich will nicht nochmal runterlaufen. Was haben wir hier? Ach, das ist die Seelenverschmelzung. Nee, das wollen wir auch nicht. Perle aus unsterblicher Erde. Was sagt unser Questsack? Horn des Durchgangs. Hier ist keine verschlossene Tür. Erdbeben. Machen wir mal ein Erdbeben. Gucken, was passiert. Wir stehen hier bloß auf dem Turm. Nö, nix. Okay. Das klappte schon mal nicht. Ein Glockenspiel des Verständnisses. Vielleicht können wir den Elementargeist des Windes so rufen. Nö, auch nicht. Das war der Durchgang. Pfeife des feurigen Rufens. Juhu, na also. Wow, 3D-Animation. Hey, das ist das Pferd aus dem Intro. Also aus dem Cover. Wie geil. Das hat doch mal Stil. Wir sind jetzt also gerade auf einem brennenden Pferd zu der Festung des Bösen geflogen. Wenn das nicht kitschig ist, dann weiß ich auch nicht. So. Wir sind schließlich der Held in der Strahlenrüstung ohne Armschienen. Und jetzt stürmen wir da einfach rein. Obwohl, eigentlich wollen wir nur durchstürmen. Weil ich denke nicht, dass wir uns jetzt schon mit dem Kriegsherrn anlegen können. Wenn er denn überhaupt hier ist. Oh, ich höre Wachen. Gegenstand? Das ist kein Gegenstand, das ist ein Teleporter. Ich kann beinahe die andere Seite des Tors sehen. Welches Tor? Na gut, speichern wir nochmal kurz hier drüber. Und springen einfach mal rein. Oh, wir sind wieder auf dem Podest. Ja, nee, wir wollen den Trip nicht nochmal machen. Also hiermit kommen wir zurück zu dem Podest. Laden.
Also müssen wir hier durch. Blaues Ding. Goldener Ank. Ganz viele verschlossene Türen. Okay, die Wachen kennen wir ja. Was ist das dahinter? Oh, praktisch. So einen brauchen wir doch gerade. So, dieses komische, hüpfende, rote Ding ignorieren wir jetzt mal. Und gucken hier in die Tür rein. Juhu, ein Teleporter. Die Reise zum Feuerberg kann lang oder auch kurz sein. Ein einziger Schritt kann viele andere ersetzen. Das ist jetzt richtig verlockend. Feuerberg. Da müssen wir eigentlich hin, um die Kiste zu bauen. Ich weiß nur nicht, ob wir zu dieser Burg hier zurückkommen, nachdem wir die Kiste haben. Oder ob wir zum Berg der Dämmerung gehen. Na komm, wir bauen erstmal die Kiste. Außer, ich brauche keine Klinge, um dich niederzustrecken. Ich schon, aber dafür stirbst du. Coole Animation. So, und hier soll irgendwo der Feuerberg sein. Die sterben mal schnell. Ich brauche keine Klinge, um mich niederzustrecken. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass das Gesicht gelogen hat. Denn es hat uns in eine Ecke teleportiert, wo ganz viele Gegner sind. Und kein Teleporter. Oh. Oder doch? Wir müssen da wohl reinspringen, ja? Na gut, Geronimo. Das wird dann wohl der Feuerberg sein. Aber gut, wir kommen von hier wahrscheinlich direkt wieder zurück zur Festung des Bösen. Das ist doch mal praktisch gemacht. Also wir können von da nach da mit dem Feuerpferd, wir können von da nach da mit dem Teleporter und wieder zurück. Schön, schön. Dann suchen wir uns jetzt mal einen Kriegskram, der wahrscheinlich ganz am Ende des Dungeons auf uns warten wird. Ein Altar. Na gut, hier verbraten wir mal ein paar Ressourcen. Die wiegen ja schließlich auch was. So, Fleischsymbol. Wie viel wiegst du? 1 Kilo. Ja, die verbraten wir jetzt mal alle. Denn wir haben allein davon schon 10 Stück, was 10 Kilo ausmacht. Die hätten da ruhig mit Kommazahlen arbeiten können. So. Und voll. Und mal eben 8 Kilo oder so weniger. Das gleiche können wir mit einem Mana-Schrein auch machen. Und zwar haben wir, welches waren die kleinen? Schwarze Hälfte der Leere. Ne, die schwarzen waren die guten. Dann suchen wir die weißen raus. Die bestimmt auch 1 Kilo wiegen. Jo. Und benutzen die mal. Schwung. Da sehe ich noch 2 Stück. Ja, wir haben sehr viele Ressourcen angesammelt in der Zeit. So, bester Zeitpunkt zum Abspeichern. Und gucken wir mal, wie groß der Dungeon hier überhaupt ist. Und da ist ein Gegner. Hallo. Ja, es gibt definitiv viele Frauen in diesem Spiel. Sehr groß aus. Da geht's raus. Oh. Der Feuerberg, Heim der dunklen Zwerge. Hier lebt der legendäre schwarze Kriegskram. Kein Sterblicher kann der ungeheuren Hitze in seinen Tiefen widerstehen.
das Wappen oder? Ah, okay, das, wenn irgendwelche komischen Zwergen fallen. Aber ja, kein Sterblicher kann den Feuern in den Tiefen widerstehen. Das hört sich ein bisschen so an, als wenn wir vorher irgendeine besondere Rüstung brauchen. Und das Ding will nicht weggehen. Wie sah der Schwebezauber aus? Ich glaube, das war der da. Dann gucken wir mal, ob wir einfach rüberschweben können. Wenn nicht, mach's gleich knack. Ah, schön. Auch wenn die Animation da unten jetzt ziemlich nervig ist, aber gut. Okay. Wir werden angegriffen von einer komischen Hand, die aus dem Boden ragt. Naja, Hand oder Maul eher. Und die kann ganz schön austeilen. Oh oh, irgendwas lacht da. Weh, es ist ein Clown. Nee, du hast bestimmt nicht gelacht. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nichts machen. Was soll das? Schnell heilen. Da ist unser Stab. Also ich weiß nicht, ob das jetzt kam, weil wir überladen sind oder wegen diesem komischen Lachen, dass da irgendein Zauberer im Hintergrund ist und Fäden sieht. Na, laut Karte ist hier aber nur ein Gegner im Raum. Das Lachen ist weiter entfernt. Und hier ist nirgendwo ein Geheimgang. Aber merken wir uns mal, in dem Raum sind 4 Steine, falls wir welche für Druckplatten brauchen. Einen können wir einfach mal so mal mitnehmen. Wo kommst du denn her? Er ist direkt vor uns gespawnt. Das könnte natürlich auch sein. Dieser lachende Typ ist jemand, der Gegner herbeizaubern kann. Und das macht er so lange, bis wir ihn töten. Das wäre natürlich nervig. Zumal die ja doch einen recht groben Keller haben. Komm, stirb. Wir müssen deinen Herrn und Meister finden und töten. So. Schnell da lang. Da rum. Na komm, gackern nochmal. Jetzt ist Gackern wieder weiter weg. Oh. Da. Ach, die Frauen gackern so komisch. Na gut. Worte des Öffnens. Worte des Öffnens. Aras, Berthold, Enigmas, Balerest. Also eine Art Passwort. Okay. Entweder war da ein Dreher drin oder ich hab zu oft geklickt. Wieder zurück nach oben. Nur schnell fort von dieser Hitze. Oh. Okay. Sag mal vorher mal die ganzen Sachen hier ein, auch wenn die wahrscheinlich wieder zu viel wiegen und... Oh, apropos Hitze, wir haben doch einen Trank gegen sowas. Ach was, wir haben Dutzende von Tränken, die wir nie benutzt haben. So, Elixier der Feuerwiderstand. Hast in die Hand. Ja, und schon kriegen wir trotzdem Schaden. Aber anscheinend nicht ganz so viel wie vorher. Den schlucken wir gleich. Heilen. Geflackert hatte nichts an den Wänden, oder? Das sollten wir mal kurz überprüfen. Oh, das war ganz schön knapp. Nee, kein Flackern. Kein Flackern. Kein Flackern. Okay, raus hier.
Ich sag ja, der Dungeon ist echt groß. Oh, wir sind auf einer ganz anderen Ebene. Ja. Na gut, wir sind irgendwo im Dungeon, wir wissen nicht, wie wir wieder zurückkommen. Oh, wir kriegen immer noch Schaden. Weniger reden, mehr laufen. Kriegen wir jetzt keinen Schaden mehr? Ja, also wahrscheinlich nur in dem 2 untergeschossen. Na gut, ich wollte nochmal heilen und dann speichern wir erstmal wieder ab. So. LP 66 alternativ. Bis gleich.